Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Mystery hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Heute hatte ich glaube ich noch nie einen französischen Fall. Am 23. Februar 2005 betrat eine Frau in Paris namens Liliane eine Polizeiwache und sagte aus, dass ihre Tochter Christelle seit 3 Tagen nicht mehr erreichbar gewesen sein soll. Sie hatte wohl immer jeden Tag Kontakt mit ihrer Tochter, aber seit den letzten Tagen hatte sie wirklich überhaupt nichts mehr von ihr gehört. Und das Ding war auch noch, dass Christelle einen 4-jährigen Sohn namens Lucas hatte und auch von dem hatte sie natürlich dementsprechend auch nichts mehr gehört. Die Polizei nahm die Situation zunächst überhaupt nicht ernst und sie sagten sich, ja, vielleicht ist ihre Tochter ja mal verreist oder so. Die Mutter hielt das tatsächlich für ausgeschlossen und machte sich riesengroße Sorgen. Und noch am gleichen Tag wendete sich die Mutter dann sogar an die Presse. Aber die meisten Journalisten hatten leider an dem Fall überhaupt kein Interesse und dachten sich auch, vielleicht ist da etwas ganz Harmloses hinter und natürlich wollen Journalisten auch richtig gute Stories raushauen, aber damit konnten die meisten leider nichts anfangen, bis auf einen Journalisten, der war nämlich an der Geschichte sehr, sehr interessiert und ging dann auch zusammen mit Liliane zu der Wohnung von Christelle. Ich denke mal, die Mutter hatte einen Wohnungsschlüssel, ansonsten, ich denke mal nicht, dass sie die Tür dann gleich aufgebrochen haben. Sie fanden in der Wohnung eigentlich überhaupt nichts, aber genau das war eigentlich auch das Beunruhigende. Das Ladekabel von Christelle war noch da für ihr Handy, der Kühlschrank war voll, Lukas Jacke hing sogar noch an der Garderobe und auch der Schnuller von ihm war noch in der Wohnung und Lukas hing wohl noch mit seinen 4 Jahren sehr, sehr an seinem Schnuller, brauchte den auch regelmäßig und ja, es war Februar und die Jacke von dem kleinen Lukas war noch im Haus, was auch sehr, sehr ungewöhnlich war und natürlich war so alles ausgeschlossen. Also klar, war sie nicht ohne seine Jacke oder sonst irgendwie einfach auf eine Reise gefahren. Das wäre sowieso irgendwie untypisch für sie. Das Beunruhigendste waren rote Flecken an einem Türrahmen. Man konnte zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu 100% sagen, dass es wirklich Blutflecken waren, aber alles deutete natürlich darauf hin. Am 24. Februar, also einen Tag später, ging die Mutter Liliane dann erneut zur Polizei und diesmal tatsächlich nahm die Polizei die ganze Situation auch ernst und ließen dann auch die Wohnung von Christelle genauer untersuchen. Ja, da entdeckten sie noch einige andere Auffälligkeiten. Zum einen war die Decke von Christelle nicht bezogen, also es lag wirklich nur die Decke dort ohne Bezug. Der Wäschekorb aus dem Badezimmer fehlte und ein Wäscheständer war umgeschmissen. Außerdem fand man dann auch noch andere Blutspuren, unter anderem auch noch im Bad und an einigen Wänden und sogar auch am Kühlschrankgriff. Ja, nun war natürlich die Frage, von wem genau war das Blut? Das Ganze konnte dann analysiert werden. Man nahm Christelles Zahnbürste mit und den Schnuller von Lucas, um eben Vergleiche zu haben. Und tatsächlich fand man heraus, dass das Blut von Christelle, von Lucas und noch von einer weiteren unbekannten Person war. Christelle wurde von ihrer Mutter als sehr charakterstarke Frau beschrieben, auch ja sehr impulsiv wohl. Und sie hatte mit 16 eine Ausbildung zur Fleischereifachfrau angefangen, fand dann eine Anstellung in Paris und lernte dort auch ihren ersten Mann kennen, der tatsächlich 16 Jahre älter war. Also sie hatte wohl so ein bisschen einen Hang zu älteren Männern und im Jahr 2000 bekam sie dann auch ihren mittlerweile 4-jährigen Sohn Lucas. 2004 kündigte sie dann allerdings ihren Job und trennte sich auch von ihrem damaligen Lebensgefährten, fand an einem anderen Ort in Frankreich dann aber schnell eine neue Anstellung und fing dann auch schon eine neue Affäre an mit ihrem damaligen Chef. Also das war der Chef von einem Fleischereigeschäft. Sie hatte wieder eine Anstellung in so einem Metzgerladen gefunden und dieser Mann hieß Béranger, war zu diesem Zeitpunkt ein verheirateter Familienvater und auch er war deutlich älter, also 15 Jahre war er älter. Diese Beziehung bekam aber doch schnell wieder Brüche. Sie fingen wohl schnell an zu streiten. Christelle wollte ihn unbedingt heiraten, aber Béranger wollte seine Frau und seine Töchter
euch da auf gar keinen Fall verlassen. Das Komische allerdings an der Sache war, die Beziehung war öffentlich, also seine Frau wusste, dass er noch eine Beziehung außerhalb der Ehe führt. Die Töchter wussten das anscheinend auch, also etwas merkwürdige Familienkonstellation. Aber seine Frau fand das wohl in Ordnung, die hatte auch nicht vor, sich zu trennen. Sie sagte einfach nur, dass Béranger, ihr Ehemann, mit Christelle keine Kinder bekommen sollte. Aber ja, ansonsten schien das eigentlich für sie in Ordnung zu sein. Und 8 Monate später wurde Christelle dann tatsächlich auch schwanger. Sie wollte das Kind abtreiben, aber Béranger wollte nicht, dass sie das Kind abtreibt, was ich irgendwie auch wieder ein bisschen merkwürdig fand, weil seine Ehefrau hatte ihm ja verboten, Kinder mit ihr zu bekommen. Ich fand es ein bisschen komisch, so als ich das gehört habe, dass er das Kind auf jeden Fall behalten wollte. Er schrieb Christelle dann sogar auch noch einen Brief, dass er sie lieben würde und dass er nicht möchte, dass sie das Kind abtreibt, aber Christelle trieb das Kind trotzdem ab. Ja, nun sind wir ja an einem Punkt, wo Christelle nicht mehr auffindbar war und natürlich wurde auch Béranger vernommen. Er sagte aus, dass er Christelle zuletzt am 20. Februar gesehen hatte, also 3 Tage bevor die Mutter dann auch zur Polizeiwache gegangen war. An diesem Tag kam sie wohl erst 9:30 zur Arbeit. Béranger hatte sie wohl mit einem anderen Mann in einem Café zufällig entdeckt und nahm Christelle dann daraufhin mit zur Arbeit. Nach Ladenschluss um 14 Uhr fingen die beiden dann an zu streiten. Christelle sagte zu diesem Zeitpunkt anscheinend, dass sie mit Béranger Schluss machen wollte, was ihn unfassbar wütend gemacht hatte. Weil es wohl auch noch so war, dass Christelle Béranger einiges an Geld geschuldet hatte, zum einen für einen Motorroller. Und daraufhin bei diesem Streit gingen die beiden dann schließlich zu Christelles Wohnung und er sagte aus, dort hätten sie noch ein bisschen weiter gestritten und gegen 15.30 Uhr hatte er die Wohnung dann verlassen. Der Streit war wohl nicht geklärt worden. Am 21. Februar, also an einem Montag, schrieb er Christelle dann eine SMS, ob sich die beiden noch einmal treffen wollen und eventuell den Streit klären könnten. Und daraufhin bekam er wohl keine Antwort von Christelle und ja, daraufhin hatte er auch in den nächsten Tagen gar nichts mehr von ihr gehört. Die Polizei bemerkte allerdings bei der Vernehmung von Béranger, dass er einen Kratzer auf dem Nasenflügel hatte, was sie wohl etwas merkwürdig fanden und sie fragten natürlich daraufhin auch, woher dieser Kratzer kam und Béranger sagte aus, dass er sich beim Fensterputzen verletzt hatte, was für die Polizei eine etwas merkwürdige Aussage war, weil ja, es ist, glaube ich, ein bisschen merkwürdig, sich beim Fensterputzen einen Kratzer auf der Nase zuzuziehen. Ja, natürlich wurden auch andere Leute aus Christelles Umfeld befragt, zum einen auch die Nachbarn. Ein Nachbar sagte aus, dass er am Sonntag, also am 20. Februar, gegen 14.30 Uhr ein Kind sehr, sehr laut schreien hat hören. Durch all diese Aussagen schloss man darauf, dass Christelle scheinbar am 20. Februar zuletzt gesehen worden war und dass an diesem Tag auch etwas passiert sein musste. Man fand dann bald auch heraus, dass bei diesen Blutspuren, da habe ich euch ja schon erzählt, dass eine Blutspur von Christelle war, eine war von Luca und eine war von einer fremden Person und man konnte schnell feststellen, dass diese DNA eben von Béranger war und daraufhin wurde er dann erneut vernommen und tatsächlich blieb er bei seiner Geschichte. Er sagte wieder alles so aus, dass am Sonntag, den 20. Februar, ein Streit stattgefunden hatte, dass dieses Blut wahrscheinlich von seiner Verletzung im Gesicht eben war, die er sich zuvor beim Fensterputzen zugezogen hatte und dass da wohl irgendwie Blut in ihre Wohnung gekommen sein musste, genau eben aus dieser Wunde heraus. Die Polizei hielt das natürlich nicht für wirklich glaubwürdig, also sie misstrauten ihm schon ziemlich und befragten dann auch einige Kunden von seinem Fleischereiladen, die allerdings alle aussagten, dass Béranger eigentlich immer ein höflicher und netter Mann war. Es gab zwar einige Auffälligkeiten in seiner Kindheit, aber ansonsten war er jetzt nicht negativ aufgefallen. Sein Vater hatte wohl, als Béranger noch klein war, immer dauernd irgendwelche Affären am Laufen. Er bekam sehr, sehr viel Streit von seinen Eltern mit und war wohl deshalb auch ein eher, ja, konfliktscheuer Mensch. Anscheinend soll es aber auch Aussagen gegeben haben, die besagten, dass er, wenn er mal wütend wurde, richtig, richtig
ausrastet, also dass er dann wirklich mal die Kontrolle über alles verlieren kann. Ein Monat nachdem Christelle nun verschwunden war, konnte man dann ihre Handydaten auswerten und fand dann auch heraus, dass eine Freundin bei ihr am 20. Februar wohl noch angerufen hatte und zu diesem Zeitpunkt war Christelles Handy in einer Funkzelle ganz in der Nähe von Bérangers Haus und das war dann auch die letzte Aktivität, die man von ihrem Handy vernehmen konnte. Daraufhin deutete wirklich alles darauf hin, dass Béranger irgendetwas mit ihrem Verschwinden und mit dem Verschwinden von dem kleinen Lucas zu tun haben musste und die Mordkommission wurde daraufhin auch eingeschaltet. Und daraufhin wurde die Wohnung von Christelle erneut durchsucht und man fand nichts in der Wohnung vor. Das war ganz, ganz komisch. Die Mordkommission ging in ihre Wohnung rein und die Wohnung war einfach komplett leer. Die Möbel waren alle weg und die Wohnung war einmal von oben bis unten gereinigt. Und das nächste, was man dann tat, war mal wieder Béranger zu kontaktieren und ihn zu fragen, warum die Wohnung komplett leergeräumt war, komplett gereinigt war, weil da ja ganz, ganz wichtige Spuren noch drin waren. Und er sagte daraufhin, dass die Vermieterin von Christelle sich bei ihm gemeldet hatte und gesagt hatte, er solle die Wohnung einmal grundreinigen, damit die Wohnung so schnell wie möglich wieder vermietet werden konnte. Bei dieser Aussage wirkte Béranger wohl extrem nervös. Er zeigte wirklich eine sehr, sehr starke Stressreaktion und alles deutete eben darauf hin, dass er bei dieser Aussage ganz und gar nicht die Wahrheit gesagt hatte. Béranger führte dann die Ermittler in den Keller seines Ladens, wo er all die Möbel von Christelle gehortet hatte und man fand dort tatsächlich auch den Wäschekorb von Christelle. Und wenn ihr jetzt aufmerksam zugehört habt, dann wisst ihr vielleicht noch, dass dieser Wäschekorb bei der allerersten Wohnungsdurchsuchung, also als die Mutter mit dem Journalisten in der Wohnung von Christelle war, dass dort der Wäschekorb gefehlt hatte. Und jetzt war er auf einmal wieder da. Also es war alles schon ziemlich merkwürdig. Und daraufhin wurden dann auch nochmal andere Mitarbeiter aus seinem Laden befragt. Und die sagten diesmal aus, dass es wohl zuvor, also beziehungsweise das sagte ein Mitarbeiter aus, dass es einige Tage zuvor einen sehr merkwürdigen Vorfall gab. Ein Mitarbeiter wollte wohl Schinken aus der Wurstküche holen, also im Geschäft. Aber die Tür von dieser Wurstküche war verschlossen. Und sie fragte dann ihren Chef, also Béranger, warum die Tür verschlossen ist. Und er sagte daraufhin, dass es wohl Probleme mit den Schlüsseln gegeben hatte und dass er sich darum kümmert. Und daraufhin war diese Tür oder diese ganze Küche für ein paar Tage noch geschlossen und dann hatte er das Ganze anscheinend repariert und die Mitarbeiter konnten wieder in diese Küche reingehen, was ja einem Mitarbeiter besonders auffiel und was ihm auch irgendwie ein bisschen merkwürdig vorkam. Zu diesem Zeitpunkt war Béranger sowieso schon der Hauptverdächtige. Wirklich alles sprach eigentlich gegen ihn oder für ihn. Ich bin mir da immer nicht so ganz sicher. Und am 7. Juni 2005 wurde er dann schließlich auch festgenommen. Es gab dann eine erneute Verhörung und in dieser Verhörung verstrickte er sich ganz, ganz stark in Widersprüche. Im Nebenzimmer wurde zur gleichen Zeit seine Frau befragt und diese berichtete, dass am 20. Februar 2005, dass sie eben wusste, dass ihr Mann zu dieser Zeit bei Christelle war. Sie wusste jetzt nicht irgendwie was von dem Streit oder so, aber danach kam er wieder nach Hause und die beiden gingen dann zusammen spazieren. Um 19 Uhr ungefähr hatten sie dann zusammen gegessen und um 22 Uhr musste die Ehefrau von Béranger dann ins Krankenhaus zu einer Nachtschicht, wovon sie dann am 21. Februar, also am Montag um 7 Uhr, wieder nach Hause kehrte. Und zu diesem Zeitpunkt war Béranger dann auch zu Hause. Also sie dachte sich dann auch, dass er ja wahrscheinlich ja, die ganze Zeit eben zu Hause war, während sie bei der Nachtschicht war. Béranger wurde dann zu diesem Zeitpunkt, also an dem Tag, als beide befragt wurde, ließ man ihm dann so ein bisschen Pause und ein paar Stunden später, als es schon abends war, wurde er dann erneut befragt. Man zeigte ihm dann auch die Telefondaten von Christelle, wo man ja eben belegen konnte,
dass ihr Handy zuletzt in einer Funkzelle in der Nähe von seinem Haus eingeloggt war. Ja, man fragte ihn, wie das passieren konnte, wenn die beiden sich doch in der Wohnung von Christelle getroffen hatten und er ja eben aussagte, dass er danach überhaupt keinen Kontakt mehr mit Christelle hatte. Daraufhin knickte er dann schließlich ein und sagte, ich muss euch die Wahrheit sagen, und daraufhin gab er dann zu, dass er Christelle, den kleinen vierjährigen Luca und auch den Hund von Christelle ermordet hatte. Die Frage war natürlich, warum er das getan hatte, und daraufhin packte er seine Geschichte aus. Alles begann wohl am 19. Februar, also an dem Samstag, bevor Christelle verschwunden war. Das war der Tag von Béranger, also er hatte an diesem Tag Geburtstag, und Christelle wollte diesen Tag wohl unbedingt mit ihm verbringen, aber Béranger war an diesem Tag bei seiner Ehefrau und wollte eben nichts mit Christelle machen, oder eher gesagt, hatte die Ehefrau eine Überraschung für ihn geplant. Und ja, wie gesagt, ich finde das sehr merkwürdig irgendwie, was das für eine Ehefrau ist, dass die weiß, dass er eine Affäre hat, aber die dann trotzdem noch zusammen sind. Und sie hatte auf jeden Fall irgendwie eine Überraschungsparty für ihn gemacht, wo Béranger dann auch hingehen wollte. Ja, am nächsten Tag, an dem Sonntag, den 20. Februar, machte Christelle ihm dann Vorwürfe und es kam mal wieder zu einem Streit. Und Christelle war wohl so wütend, dass sie ihm dann schließlich eine Ohrfeige gab. Und in diesem Moment ist irgendwas in ihm ausgerastet. Also er bekam einen extremen Wutausbruch und fing dann auch an, Christelle zu würgen, wirklich ununterbrochen, also nicht ganz kurz einmal und ließ sie dann wieder los, sondern er packte immer fester und immer fester zu. Und der Sohn Luca, das ist das Schlimme, der war zu diesem Zeitpunkt auch noch in der Wohnung und hörte dann, wie seine Mutter, ja, wie irgendwas Komisches da im Wohnzimmer vorgefallen war, lief dann in dieses Zimmer und sah dann, wie Béranger seine Mutter am Würgen war, und versuchte dann irgendwie seine Mutter zu befreien, indem er dann Béranger anfing zu treten. Ja, daraufhin wurde Béranger so wütend, dass er dann schließlich Luca umschubste und dieser fiel dann gegen den Wäschekorb, und das war auch der Moment, in dem das Leben aus Christelle wich, und ja, er hatte Christelle tatsächlich erwürgt. Ja, der kleine Luca lief daraufhin ganz verängstigt zurück in sein Zimmer und versuchte sich zu verstecken, aber Béranger war dann so wütend, dass er Luca packte, ihn ins Bad brachte und ihn dann schließlich auch erwürgte. Daraufhin wickelte er die beiden leblosen Körper in eine Decke ein, also in den Bettbezug von der Schlafzimmerdecke. Und boah, als ich das gehört habe, dann kam wohl anscheinend der Hund an, so angelaufen, und daraufhin brachte Béranger dann auch noch den Hund um. Den leblosen Hund brachte er dann noch in die Mülltonne. Um circa 19 Uhr war er dann wieder bei seiner Frau zu Hause, und während sie dann bei der Arbeit war, fuhr er wieder zu Christelles Wohnung und brachte dann die beiden leblosen Körper mit dem Auto in die Kühlkammer seines Geschäfts. Béranger wurde nun wegen Mordes angeklagt, und die Angehörigen, also das ganze Umfeld von ihm, war wohl echt richtig fassungslos, als sie das Ganze hörten, weil sie so etwas Béranger niemals zugetraut hatten. Also klar, man wusste, er hatte mal so Wutausbrüche, aber eigentlich, wie gesagt, wirkte er wirklich wie ein ganz normaler, ganz, ganz netter, lieber Mann. Und man schloss auch aus, dass er irgendwelche psychischen Erkrankungen hatte. Und am 27. Februar 2007 wurde Béranger dann zu 30 Jahren Haft verurteilt. Das war der extrem erschreckende Fall von Christelle, Béranger und Luca. Und es ist einfach wieder so ein Fall, wo ich mir so denke, wie kann das sein, dass ein Mann, der wirklich so normal im Leben steht, gut, jetzt mal abgesehen von dieser Doppelbeziehung, aber eigentlich war er für alle ein ganz normaler, netter Nachbar, und das ist so grausam einfach, wie er dann zum Mörder geworden war. Was mir gerade noch einfällt, was ich gerade komplett vergessen habe zu erzählen, er packte dann die Leichen eben in diese Kühlkammer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir da so eine Doku drüber angeguckt, und es wurde eben gesagt, dass er dann versucht hat, die Leichen zu zerteilen. Und bei diesem Wort habe ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ein paar Sekunden übersprungen, weil ich sowas wirklich mir nicht anhören kann. Ich weiß nicht genau, wo man die Leichenteile dann gefunden hat, aber auf jeden Fall fand ich das so gruselig,
das wollte ich jetzt in diesem Video auch nicht irgendwie detailliert beschreiben, deswegen wollte ich es eigentlich auch überhaupt nicht wissen, zu was Kranken dieser Mann noch in der Lage war. Aber auf jeden Fall finde ich es wieder erschreckend, wie aus so einem ganz normalen Mann einfach innerhalb von ein paar Minuten ein Doppelmörder geworden ist. Und ja, unfassbar gruselig. Ich hoffe, ihr fandet das interessant. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zu einem nächsten Video wieder. Und bis dahin.